Okay, wir haben das Thema jetzt zur Genüge besprochen. Ihr habt jetzt die Aufgabe, auf Seite 187, Nummer 6 und 9 anzufertigen. Ihr habt jetzt 20 Minuten Zeit. Ich bin kurz draußen für ein Gespräch und bin dann gleich wieder da. Es gibt so viele bessere Sachen, die ich gerade machen könnte als diese Aufgaben. Einfach mal alles rauslassen zu können, so wirklich alles. Wie schön es wäre, mit jemandem darüber reden zu können. Ich behalte es inne und ich merke auch selber, dass es nicht gut für mich ist. Es führt einfach nur zu Panik, mein Herz wird schnell pochen und ich bekomme auch schwer Luft. Was, wenn die anderen das mitbekommen? Würden die dann vielleicht schlecht von mir denken? Gib mal die Gummi. Was war nur gestern Abend mit Papa los? Mama sah so traurig aus. Ich habe Papa noch nie so erlebt. Er ist immer so anders, wenn er getrunken hat. Ich habe gar keinen Bock mehr auf zu Hause. Da ist eh wieder nur Stress. Diese scheiß Prüfungen stressen mich doch schon genug. Was wäre, wenn ich einfach nicht mehr nach Hause komme? Wo soll ich hin? Warum wissen alle die Antwort? Nur ich nicht. Ich habe in der letzten Arbeit schon eine 5 geschrieben. Ich brauche doch eine 3, um durchzukommen. Dabei habe ich doch gelernt. Das wird mir mein Vater wahrscheinlich auch wieder sagen. Er sieht immer nur meine schlechten Leistungen. Bei den guten guckt er weg. Ich wünschte, ich wäre so gut wie meine Schwester. Sie hat ihr Abi super bestanden und studiert jetzt Jura. Warum kann ich nicht so gut sein? Egal, jetzt sollte ich mich aber wieder konzentrieren. Wie soll ich denn die letzten 3 Aufgaben in 10 Minuten schaffen? Ivano, 1, alles richtig gemacht, sehr schön, prima. Juliana, mangelhaft, du hast wirklich gar nichts verstanden. Jetzt steht es fest. Ich muss wiederholen. Scheiße, ich bin wieder zu spät. Ich finde Schule echt scheiße. Das Einzige, wo ich mich abregen kann, ist, wenn ich am Handy bin oder zocke. Wenn ich zocke, brauche ich mit keinem zu reden, zu diskutieren und werde auch nicht genervt. Ich merke selber schon, wie meine Gefühle abstumpfen, aber was soll's? Kann es sein, dass es auch ein Problem ist? Heute ist ein schwieriger Tag. Ich hoffe, niemand wird mich bemerken. Ich habe eine soziale Phobie. Ich spreche viel mit mir selbst, aber wenn ich dann etwas sagen muss, schaffe ich es nicht. Jedes Mal, wenn ich versuche, mit jemandem zu sprechen, gerate ich in Panik. Alles dreht sich im Kreis. Vielleicht mache ich wirklich etwas falsch. Ich weiß nicht.